Oh, was für ein wunderschöner Morgen ist das. Auch herrlich. Perfekter Start. Fühlt sich gerade richtig gut an. Hallo ihr Lieben, ich habe die Kamera mal ein bisschen höher eingestellt, denn wie ihr sehen könnt, ist das noch so neblig, diesig und die Sonne kommt gerade raus, beziehungsweise ist auch schon eine Weile raus. Wir haben jetzt so in etwa 9.15 Uhr, 9.10 Uhr, ja, 9.15 Uhr ist glaube ich schon eher. Ich musste mich gerade noch verkabeln. Um 9 Uhr bin ich losgefahren, das habe ich mir gemerkt, denn ich möchte heute auf Radtour. Ich will gar nicht lange faseln. Ja, eigentlich hatte ich das gestern vor, habe dann aber gemerkt, so ganz spontan. Heute ist ein besserer Tag dafür und bin dementsprechend gestern ins Bett gegangen, heute sehr früh hoch und bin jetzt auch schon im Garten. Und werde mir gleich das Rad schnappen und dann geht's auf Tour. Euch möchte ich mitnehmen. Ich habe zwei Zielvarianten, das entscheidet sich auf dem Weg. Gucken, wie fit ich da bin, wie weit ich da komme. Aber wenn ich schon über Weite rede, dem einen oder anderen da draußen ist das noch bekannt. Ich habe vor einem Jahr oder so, kann das sein? So im Oktober war das, ne? Ja, ist schon fast ein Jahr her. Auf jeden Fall mal kundgetan, was ich mir vorgenommen habe. Und heute ist das ein Versuch, mal gucken, wie weit ich komme. Also, ich mache mir da keinen Druck, wenn ich nicht schaffe, was ich mir so erwünsche, schon längere Zeit, ist das auch nicht schlimm. Aber ja, ich will nicht lange palabern hier. Oh, das hier muss noch wach werden, das braucht noch ein bisschen. Ja, ich schnappe mir jetzt wieder meine 7 Sachen. Ihr kennt das aus meinem letzten Video. Und ja, aber wir werden uns gleich unterwegs sehen und deswegen spule ich für euch mal vor. Ja, auf dem Rastplatz kurz mal Kraft tanken. Sonne habe ich bestellt, die kommen hoffentlich gleich raus. Wie geht's mir gerade? Ich muss sagen, gut verschwitzt, weil das ist mein Körper nicht gewohnt. Das habe ich ultra lang nicht mehr gemacht. Ich habe jetzt die letzte Zeit so einige Radtouren gemacht, aber von der Länge her toppt das auf jeden Fall alles, was ich da gemacht habe. Also noch nicht mit den 20, so bei 40 würde ich es auf jeden Fall durchknacken, aber ich habe heute deutlich mehr. Ich würde gerne noch ein bisschen weiterkommen. Das wäre schön, wenn das klappt. Warum, weshalb und so weiter, das werde ich dann später offenbaren. Jetzt mache ich kurz noch mal ein bisschen Pause und ja, dann mache ich mich weiter auf den Weg. Ich freue mich, wenn die Sonne rauskommt, weil auch so die Luftfeuchtigkeit, das fühlt sich nicht ganz so gut an und ich habe da immer so das Gefühl, ein bisschen mehr zu schwitzen und ja, muss auch noch so ein bisschen wach werden. Weil, also letzte Nacht, ich habe irgendeinen Blödsinn geträumt, war echt schlimm. Ziemlich wühlig, unruhig, Ischias hat mich auch genervt. Aber heute habe ich ein bisschen Bewegung und das ist jetzt auf jeden Fall schon sehr schön. Aber es braucht noch ein bisschen Zeit, um so voll da zu sein, so voll ich das dann heute sein kann. Also du darfst dich gleich gerne mal blicken lassen und für euch geht es jetzt da lang. Ich mache gerade Pause. Hier im Hintergrund seht ihr Schleswig. Ich bin am Wasser. Ich werde euch unten mal einblenden, wie das hier alles so heißt, was ich euch zeige. Und ich weiß, das nicht alles aus dem Kopf. Ich bin da nicht so gut bewandert. Da hatte ich andere Sorgen in der Schule, als sowas abzuspeichern. Oh, wie eine fette Libelle hier. Oh, wie schön. Oh, vielleicht dürfen wir hin. Ich gehe mal vorsichtig fragen. Kennt mich ja. Ach nee, ist es die gleiche wie aus dem letzten Video? Hallo? Die sieht exactly. Ist die gleiche? Im Kleiner. Nee, ist das? Hallo? Guck da mal. Riesig. Das ist genau die gleiche, die ich euch im letzten Video gezeigt habe. Was für ein Vorführeffekt. Du bist wunderhübsch. Soll weiblich sein, Namen habe ich vergessen. Oh. Dich will ich mal nicht weiter nerven. Aber ich habe ja Wunder der Technik in der Hand. Wir können ein bisschen ranzoomen. Oh, wie schön. So. Aber zurück zu mir. Ich habe jetzt quasi Halbzeit erreicht. Egal, was ich jetzt noch vorhab, ob ich jetzt noch weiterfahre oder ob es wieder zurückgeht, so oder so, ist es irgendwie Halbzeit. Vielleicht mache ich auch eine ganz andere Runde zurück. Aber ich bin noch recht ehrgeizig, ich möchte noch weiter. Und Halbzeit bedeutet bei mir, ich gucke mal kurz auf den Tacho, was haben wir da stehen? 42,6 Kilometer habe ich schon durch. Ja, und ich bin jetzt gerade hier so
jeden Fall bei meiner Größenpause bei. Ich bin jetzt gerade 20 Kilometer oder so durchgefahren. Und hier gibt es ein schönes Fleckchen auch. Da haben sich viele Menschen wohl sehr viel Mühe gegeben, ein bisschen was aufzubauen. Ich mag das. Guckt euch das an. Schön. So. So, ich tingle mit euch nochmal ins Wasser. Muss mal gucken, wenn ich hier raufkriege und wir nicht. Die Leute wollen ja nicht gefilmt werden, deswegen mal ein bisschen so gerade. Ich bin gerade nicht allein. So, meine Sachen, die kommen noch nicht weg. So, und ich drehe mal für euch um. Hier sieht es gerade so aus. So, jetzt habe ich Glück. Viel befahren, auch auf dem Wasser. Auch die Herrschaften, die werde ich ein bisschen schützen jetzt kurz. Jetzt ist der Busch davor, kann euch ein bisschen was zeigen. Also das da drüben ist Schleswig. Und ich habe sie gehört. Ich werde hier gemobbt. Nein, es war nur Spaß. Da war eine Dame, die gerade geklingelt hat und dachte, ich krieg das nicht mit, aber ich habe Platz gelassen und habe die natürlich schon gesehen, das habt ihr mitgekriegt. Oh, jetzt ist es aber sehr laut. Ja. Oh, die Pause tut gut. Ich sag euch was, bisher lief es ganz gut, aber ich habe das Problem, jetzt gerade ist es echt richtig still, aber ich hatte jetzt eine Weile, also auf jeden Fall über 10 Kilometer Gegenwind und das war schon nicht ohne, aber naja, also ich merke, wie gut mir das tut. Ihr seht mich strahlen, das ist nicht ganz so. Also körperlich ist herausfordernd, geht immer um den inneren Schweinehund. Ja, da komme ich nicht drum rum, ihr kennt das da draußen, für alle, die Sport treiben. Vor allem 42 Kilometer auf dem Tacho. Wenn ich sage, große Pause, Halbzeit, könnt ihr das mal verdoppeln und mal gucken, wo ich da so ankomme. Also aus Husum an der Nordsee komme ich. Jetzt bin ich bei Schleswig. Wunderschön. Auch in die andere Richtung übrigens. Da ist auch ein bisschen was los. Ja, ist auf jeden Fall herrlich. Ein bisschen Sorgen musste ich mir wegen Gegenwind machen, weil ich bin echt durchgeschwitzt. Und wenn dann der kalte Wind durchkommt, ich muss euch das nicht erzählen, Erkältungsgefahr. Ich bin da nicht so scharf drauf, ist wohl keiner. Und deswegen ist das so ein bisschen hin und her. Ja, mein Trinkvorrat ist so dem Ende, geht dem Ende entgegen. Ein bisschen was zu naschen und so weiter habe ich noch. Aber weiter wird es jetzt gehen. Jetzt bin ich gleich nicht mehr alleine. Ich werde mich mal wieder verpieseln. Bisschen noch rasten. Kurz ein bisschen Energie tanken noch. Definitiv, Sonne ist da. Könnt ihr sehen, ist total schön. Und meine Reise geht dann, schätze ich mal, in 10, 15 Minuten oder so weiter. Je nachdem, wie sich das ergibt. Und mal gucken, wie es für euch gleich weitergeht. Werde mich gleich wieder melden. So, ihr Lieben, ich bin jetzt hier wieder an einem riesengroßen See. Wow, hier gibt es eine Paarung von zwei. Wow, da waren gerade zwei Libellen gerade aufeinander. Na, kommen sie noch wieder? Hier. Wow. Oh, krass, habt ihr mein Genick gehört? Da. Heftig. Okay. Es ist auf jeden Fall noch Libellenzeit und ich habe hier echt so ein super schönes Plätzchen gefunden. Ich guck mal kurz nach. Dann könnt ihr auch sehen, warum es ein schönes Plätzchen ist. Ja, einmal auf den Tacho gucken. Upsi. Was haben wir denn da? 59,93 Kilometer. Ich habe die 60 fast voll. Bin nicht umgedreht. Und hier einmal für euch. Ein richtig schöner, ruhiger Platz. Schön, dass die Libellen gerade nochmal wieder kamen. Sah eher aus, als ob die miteinander kämpfen. Aber wer weiß, wie das bei denen läuft. Wenn das einer von euch draußen weiß, dann sagt mal gerne Bescheid. Mensch, ist das hier schön. Ich halte euch mal ein bisschen höher. In der Hoffnung, dass ihr ein bisschen mehr raufkriegt. Damit ich ein bisschen mehr raufkriege und ihr mehr sehen könnt. So war es angedacht. Jetzt stelle ich mich nochmal auf den Stein. Oh, ist das schön hier. Ja, ich bin auch gut durchgeölt. Mein Rücken, der ist pitschnass.
Aber ich habe auch nichts, was atmet da, also ist auch kein Wunder. Ich wollte mich nur einmal kurz melden. Ich raste hier jetzt nochmal. Oh, hier ist ein bisschen, ein paar Wespen sehe ich gerade. Da muss ich ein bisschen aufpassen, dass ich den natürlich nicht da beim Futter rumlunge. Und hier ist auch noch über Goldrute. Habt ihr das gesehen? Da. Goldrute, Goldrute, Goldrute. Oh, wie schön. Ich kann den Arm auch nicht mehr halten. Ich musste, eigentlich habe ich noch riesen Ehrgeiz weiterzufahren, aber mein Fuß fing an taub zu werden, dann das Bein von unten, linker Fuß dann auch. Also Zwangspause, ich komme nicht drum rum. Aber das hat mich nun hier hingeführt und der ist so abgeschottet, der Platz, das ist so super schön. Ja, ich genieße und dann geht's gleich weiter. So, ihr Lieben, kleiner Zwischenstand. Ich habe ein paar Kilometer mehr auf dem Tacho. Das sieht aus wie folgt. Ja. 85 Kilometer. Ich zitter auch wie Sau. Denn mir ist jetzt tatsächlich das Trinken ausgegangen. Hatte eigentlich so einen Schlusssprint vor. Hab den auch gemacht, aber nachdem ich da auf eine Dame gehört habe, habe ich 15 Kilometer verplempert. Naja, ist wie das ist. Allerdings gibt es jetzt hier vorne gleich noch so was abfüllen. Habe ich gerade schon einen super Tipp gekriegt. Ansonsten bin ich durch. Ich glaube, die 100 Kilometer kriege ich auf jeden Fall noch voll. Jetzt kann ich mein Ziel auch preisgeben, denke ich. Mein Ziel ist Kiel. Aber in Kiel möchte ich wen Bestimmtes besuchen. Und ich weiß, dass die Person gerade am Schnacken und am Sabbeln ist. Wenn du zuguckst, grins, grins. Ich hoffe natürlich, dass du / ihr noch da seid, wenn ich dann da ankomme, wo ich letztendlich sein möchte. Aber jetzt für den Moment soll ich erstmal ankommen. Ich habe hier Studenten von der mit, das ist fast leer. Tomate könnte ich mir noch gönnen, da ist auf jeden Fall Flüssigkeit drin. Ja, gute Idee, Lars. Ach, schön. Hat er noch ein bisschen Tomate. Und ja, geht's gleich auch weiter, ne? Also kurze Rast und dann Affe tot. Oh je, was habe ich mir dabei nur gedacht? Es wird auf jeden Fall dreistellig, da bin ich mir sicher. 85 Kilometer waren geplant eigentlich. Naja, ist wie das ist, ne? Aber schöne Erfahrung so, ne? So, mal gucken, wo es weitergeht. So, ihr Lieben, soweit habe ich es nicht mehr. Ich bin jetzt nach einer ewig langen Steigung hier auf einer Brücke angekommen, die mich über den Nordostseekanal führt. Das könnt ihr einmal hier sehen. Oh, ist das ein schöner Ausblick. Könnt ihr mal ein bisschen was aus Schleswig-Holstein sehen? Oh, meine Augen brennen. Oh je. So, und dahin möchte ich hin, ne? Kiel. Da könnt ihr sehen. So, Endspurt, ich habe es gleich geschafft. Ich habe übrigens ein nettes Spaziergängerpärchen gesehen. Oh, jetzt bin ich aber echt durch. Spaziergänge, es wird nicht besser. Spaziergängerpärchen, mir läuft der Schweiß in die Augen, das ist echt brutal. Es brennt richtig. Hallo! So. Hier wurde ich von ein paar kleinen Jungen dann nochmal unterbrochen. Wo war ich stehen geblieben? Weiß ich nicht mehr. Ich hatte hier so ein nettes Pärchen, die mir eine 1,5 Liter Flasche Wasser mit Sprudel geschenkt haben. Und das war so mein Retter jetzt zum Schluss. Auf jeden Fall, es gibt mir einiges. Ich trinke jetzt auch nochmal nach. Wisch mir den Schweiß aus den Augen und dann geht's weiter. Ich kann gar nichts mehr sehen. Ne? Aber hier nochmal so eine Sicht. Ach, das ist so unglaublich schön. Da unten laufen Menschen da, dann könnt ihr mal so die Größenverhältnisse sehen. Herrlich. So, ihr Lieben, ich bin jetzt an meinem Ziel angekommen, beziehungsweise ist das auch jetzt schon so eine Viertelstunde her. Ich wurde auch schon ganz nett umsorgt. Und ja, mal gucken, ob irgendwer erkennt, wo ich denn hier bin.
Weiß das wer? Ein Hinweis? Der Kürbis. Ja. Hier gibt es auch eine Foodsharing-Auslage. Es gibt ein Video aus dem letzten Jahr, da war ich schon mal hier. Das müsste im Juli gewesen sein. Und ja, hier sind gerade... was rede ich denn eigentlich? Also ich bin fix und alle, weil ich habe noch einen riesen Umweg ja gehabt und so und bin nachher hier gelandet. Ich glaube, das mache ich nie wieder. Rücktour muss ich mir noch was überlegen. Ja, schöne Erfahrung, aber ich bin auch durch für heute. Meine Power ist weg, die ich sonst habe, aber ich glaube, es sei mir gegönnt, dass ich jetzt ein bisschen runterkomme. Ich zeige euch jetzt nochmal diesen wunderschönen Garten und zeige ich euch, wer hier eigentlich in dem Garten ist. Der ein oder andere da draußen müsste auf jeden Fall wissen, wo ich bin. Denn auch dieser Garten ist auf YouTube. Hallo? Ja, ja. Du pass auf, ne? Sehr gut. Ach, die Sonnenblumen so schön. Oh, die rote. Oh, vielleicht habt ihr es gerade gelesen. Röhrchen. Oh, sieht das schön aus. Ja. Ich bin ein bisschen wortkarg geworden, weil ich echt fertig bin. Aber ich kann ja nicht so ein langes Video drehen, ohne dann irgendwie am Ende noch was zusammenzukriegen. Na, ist schon wieder drauf gekommen, wo ich bin. Ach, ist das schön hier. Ein bisschen durch den Garten tingeln, aber ich brauche gleich ganz viel Erholung. Denn das ist eher hier so durch den Garten stelzen, als dass es wirklich gehen ist. Meine Muskeln sind bockenhart. Ja, dann nochmal von dieser Seite. Sehr schön. Ach, wird herrlich. Schön hier zu sein. Auf jeden Fall wird gerade fleißig Essen gemacht. Den Kürbis will ich euch nochmal zeigen. Das ist ein Apparat. Klaus, ey. Das ist echt. Ihr zwei habt hier ein Ding gezüchtet. Echt heftiges Teil. Super schön. So. Bin ein bisschen wortkarg. Immer noch. Ja. Schön. Das war letztendlich die Fortsetzung vom letzten Video. Da sind sie schon fleißig am Essen machen. Oh ja, noch ein bisschen Tschüss. Filmst du es? Ich filme, ja. Da taucht dieser Kerl hier mit Fahrrad auf. 100 Kilometer. Direkt auf unseren Livestream auf einmal. Der hat auch einen Vogel. Ja, das wissen die draußen da ja aber schon, dass ich einen Vogel habe. Ach, eure Außenküche ist echt schön. Das dauert bei mir alles noch ein bisschen, bis ich das Material zusammen habe. Ach, herrlich. Was macht ihr denn Schönes? Ich mache so eine Hackpfanne mit Paprika, Zwiebeln und Bohnen. Fertig aus. Zusammengematscht. Matschi, matschi. Matschi, matschi. Schmeckt bestimmt. Nee, so ein kleines süßes Wollknäuel. Ne? Zu viel Kamera, ne? Ja, nee, möchte nicht in... Das ist unrecht, weißt du? Das ja? Das kommt dann später wahrscheinlich. Ach, herrlich. Eure rote Sonnenblume gefällt mir richtig gut. Meine sind dieses Jahr nicht gekommen. Letztes Jahr hatte ich noch. Habt ihr noch ein Wort zum Sonntag? Wort zum Sonntag? Wort zum Sonntag? Das ist Sonntag Nachmittag, 20 nach 5. Das war das Wort? Sehr gut. So, ich werde mich jetzt nochmal verdünnisieren, sag Tschüss und dann werden wir die Zeit gleich genießen. Ups. Wenn ich dann auch dahin gucke, wo ich hinlaufe. Was denn? Ja, die Paprika hier. Oh, die jetzt muss ich zeigen. Richtig geil, das ist die Sorte Sweet Chocolate. Das haben wir auch dieses Jahr das erste Jahr. Letztes Jahr haben wir das mal probiert. Ja. Aber die sieht richtig geil aus.
Ja. Richtig. Cool, so ein braunen Ton. Hat das mal endlich mal geklappt. Geil. Ja, wer da was sucht, Paprika Sweet Chocolate, werdet ihr bestimmt fündig. So, und hier ist noch der Wachmann. War das er oder sie? Was denn? Sie oder er? Rot? Hier. Wen haben wir denn da überhaupt? Braun. Das ist Emmy, das ist eine sie. Achso, Emmy, bist du hier der Wachmann? Zeig mir mal den Garten, Emmy. Ne, zeig mir den Garten. Hier, was ist hier denn los? Du bist hier die Wachfrau? Ja? Oh, schön. So, ihr Lieben, ich bin weg. Ich möchte die Zeit hier jetzt genießen und mich ausruhen. Und ja, also übrigens, wer noch nicht mitgekriegt hat, wie die Lieben heißen, das sind Klaus und Dani vom Kanal. Och, ich habe schon wieder den Kanalnamen vergessen. Garten von Klaus und Dani. Draußen leben, leben erleben. Ich habe wieder euren Kanalnamen vergessen. Warte, warte. Klaus und Danis Garten, draußen leben, erleben. Genau. Ja, dann war ich richtig. So, wir sind dann raus. Tschüss, tschüss.